Oh, geil. Das erste ist schon viel. Also ist hoch. Ja, ja. Mal gucken, wer erster ist. Ja, ja, momentan ist es Kopf an Kopf, aber Code Blue ist ein Ticken schneller. Glaube ich. Laden noch beide mit 1,4 Megabyte pro Sekunde. Nicht mehr? Kriegen wir nicht. Mhm. Das ist aber irgendeine Faktorio-Begrenzung. Ich kann mehr geben. Ah. Den jetzt holen. Ein bisschen auf. Codeblue, das Aufholen habe ich gewonnen. Ja, aufholen war Linie Twitter. Weißt du, das macht die Grafikkarte einfach aus. Das ist die M2. Mhm. Bin gleich da. Ich bin dafür, dass wir Codeblue mal irgendwann mal ein bisschen aufrüsten. Ja, muss ich sowieso demnächst irgendwann mal. Ja, so den Aufrüstbär macht. Ja. Mhm. Ja. Also die Grafikkarte ist ja inzwischen ganz gut. Da habe ich ja die in Anführungszeichen alte von Zappes gekriegt. Der hat sich ja das neueste, topmoderne Modell geholt, was es so auf dem Markt gibt. Und meinte so, ja, ich habe hier noch die 20 irgendwas rumliegen oder 30 oder ich weiß es nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall irgendwas Krasses. Ja. Das ist ja auch fette Katze liegt den Stream. T2, Alter! Fette Katze! Danke für 33! Ein bisschen schwarz, habt ihr dann abgeholt. Hab sie mir auch direkt von Zappes einbauen lassen, natürlich. Ja, der Mann weiß, was er tut, ne? Der weiß halt, was er tut. Ja, zwei Klicks und drei Flaschen Wein und dann freut er sich. Richtig, richtig. Ne? Mhm. Problem ist, ich glaube, ich muss alles andere upgraden. Das ist jetzt so 8 Jahre alt. Ja, gut. Nee, älter. Das müsste 10 Jahre Lebenszeit kurz vor Probe liegen. Es müsste insgesamt knappe 10 Jahre jetzt alles alt sein. Weil ich mit 18, andere kaufen sich irgendwie so ein VW Polo, ich habe mir einen PC gekauft. Absolut nachvollziehbar, wenn du mich fragst. Ja. Ganz kurz, ich habe gerade auf die Karte geguckt, nach unten links. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht mal so groß irgendwelche Einstellungen verändern, wenn ich ehrlich bin. Das sieht schon gut aus. Anders als die anderen. Mhm. Das ist halt, je weiter weg, desto größer werden halt die Nester. Ja, ich werde heute mal an Pazis Konstrukt unten weiter wursteln, also an der Südmauer, weil da werden wir es auch wahrscheinlich dringender brauchen, weil da auch unser Öl dran hängt. Ja, ich werde heute wahrscheinlich ein bisschen zwischen Zug und Mauer hin und her hüpfen, weil ich ja eh derjenige bin, der vermutlich eh immer an der Grenze unterwegs ist. Von daher werde ich die Südmauer rüberziehen und dann nach oben weiter wandern, dann noch eine Ostmauer bauen und sowas. Also da wird noch ein bisschen was für mich abfallen heute. Also ich habe heute gut was zu tun, vor allem weil Pazi eben nicht am Start ist. So, jetzt ist allerdings die andere Geschichte. Ich bräuchte Lenitz für eine Kleinigkeit. Oje, was so anfängt. Ja, aber es ist tatsächlich nur eine kleine Kleinigkeit. Und zwar folgendermaßen. Wir bauen ja im Süden jetzt ein neues Mauerkonstrukt gerade auf, so eine Art Probemauer, wenn man so möchte. Ich hätte gerne von dir, weil du auch ja sehr gut mit Tanken, B- und Entladen von Zügen und so weiter immer voll am Start bist, von dir einen kleinen Bahnhof, an dem ich irgendwas, was wir verfeuern können, abtanken kann, ja, was ich dann auf die Mauer, aufs Mauersegment, wo der Zug halt hinkommt, also in dem Fall jetzt die Südmauer, da bräuchte ich einen kleinen Mikrobahnhof, am besten am untersten Kreuz und da die Möglichkeit eben Sprit abzutanken, weil dann baue ich unten noch ein bisschen an der Mauer weiter, ja, während du dann schon an dem anderen Ding arbeitest, beziehungsweise ich muss ein paar Drohnen retten, die da auf dem Weg noch verloren gegangen sind. Mhm. Jetzt nur das Problem, dass wir, glaube ich, nichts haben, was wir da abtanken können. Genau, und das ist genau mein Punkt auch. Wäre es möglich, dass du dir da mal ein paar Überlegungen machst? Ich meine, die Türme zeigen, glaube ich, an, was sie verschüren können. Warte mal kurz. Alles außer... Alle Ölarten, alles was aus der in oder aus der Raffinerie kommt. Mhm. Wie gesagt, da wäre es irgendwie günstig, wenn wir da mal so eine kleine, was weiß ich, so eine kleine Verfeuerungs-Mikroraffinerie oder sowas an den Zug halt bauen könnten. Ich guck gerade, ob ich was finde irgendwo. Ja. Wenn du dich darum kümmern könntest, wäre super. Ansonsten kann ich natürlich Codeblue unten gerne auch noch mitbräuchten. So wie immer.
Genau. Ich werde es nicht da unten produzieren können wahrscheinlich, aber ich werde mir irgendwo einen Platz suchen. Such nur Kohle, die ich da verflüssigen kann. Mein Stream wurde gerade noch ein bisschen katzentechnisch gecrashed. No, Katzen. Ja, ich hab. Bei mir siehst du jetzt nur noch Pfötchen in die Luft hängen. Na, oh, Pfötchen. Ja. Endlich Content. Endlich Content, ja. Endlich Pfötchen-Content. Pfötchen-Content. Zeig Pfötchen. Ich zeig Pfötchen. Ne? Findet es jetzt auch noch gut, das ist ein. Naja. Ja, diese. Schlimm, diese Katzen, die immer Aufmerksamkeit haben wollen hier. Aufmerksamkeit. Na? Aufmerksamkeitskatze. Der Bauch ist voll, Katze ist glücklich. Was ist nur los? Weißt du, oder? Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott. Sag mal, grüne Schaltkreise, die werden nur hier an diesen einen Bahnhof angeliefert, oder? Ja. Und auch nur da abgeholt. Warte mal, ich muss die Katze mal kurz rausbuxieren, weil die hat gerade. Die will rein, aber will auch wieder raus. Und jetzt weiß sie nicht, wo sie hin will. Und jetzt legt sie sich in die Tür rein und das ist etwas super optimal. Ich bin gleich wieder da. Jo-N-Base-Nichts-Produzieren eigenes, dann nur da, ja. Und außerdem eigentlich hat man an der Base da irgendwo eine Produktion noch, oder? Naja, aber. Von der. An extern kommen die bisher nur da unten an. Genau, das war die Frage im Prinzip. Ob die noch woanders abgeliefert werden oder nur da. Weil die müssen dann ja per Drohne von A nach B geschifft werden. Ja, das ist nicht so optimal, ja. Nee, ne? Nicht so ganz. Wir brauchen echt eine Menge, wenn die Drohne das machen soll. So. Wir haben doch hier auch irgendwo eine Produktion von diesen Logistikrobotern, ne? Die machen das doch. Habe ich gehört. Wo die denn? Oh, einen Namen tun wir ja mehr als genug. Also. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie nicht schnell genug sind. Ja, aber da hilft mehr auch nicht, weil es sind 20.000, die gerade nicht wissen, was sie machen sollen. Woran erkenne ich das eigentlich? Wenn du über einen Roboterhangar mit der Maus fährst, da sind Logistik- und Baudrohnen, wie viel verfügbar sind. Oh, 20.000. Naja, deswegen, also mehr Drohnen wird nicht viel helfen. Ah. Geht nur dran, die optimiert irgendwo hinzuliefern. Oder halt über Bänder irgendwo hinzubringen. Weil Bänder und Züge sind viel, viel effektiver als Drohnen. Drohnen sind angenehm, aber ich glaube, sind das Ineffektivste, was du in Factorio machen kannst. Mhm. Das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Bin wieder da, Entschuldigung. Ja, Katze ist raus, dann hat sie wieder zurück den Weg gefunden. Dann hat sie sich vor sich selber erschrocken und ist unter den Tisch gekrabbelt und jetzt muss sie irgendwie da rauskriegen. Ist ein Katzenleben. Warte mal, was war das Thema eigentlich? Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Günther Jauch. Ach so, ja gut, dann habe ich ja Geld, ne? Ist beruhigend auf jeden Fall. Pass auf. Jetzt die Frage. Wir brauchen noch diese komischen Feuerdingstürme, ne? Advanced, oh Gott. Brauche ich Beton für? Das habe ich natürlich nicht. Und produzieren wir das? Bestimmt irgendwo, ne? Ich finde es nicht. Was da? Okay. So, dann produziere ich nämlich mal die Türme, weil die sollten eigentlich unten in Reichweite sein, aber doch 8 Stück haben wir da unten gesetzt. Ich baue die jetzt erstmal von Hand, bis wir sie automatisieren können. Ich brauche jetzt nur ein Mauersegment, was ich mustermäßig anbaue. Okay. Lenitz, du bist, wir waren bei dem Thema gewesen, du kümmerst dich um die brennbaren Stoffe. Genau.
Und Kurt Lu macht, hilft mir unten im Süden bei der Südmauer ein bisschen. Was brauchen wir alles? Also das Ding ist, eigentlich braucht man da unten gar nicht mal so viel. Wir müssen halt viel abholzen, um Platz zu schaffen für das alles. Was du dringend in einem Zug vielleicht einladen solltest, sind so die Klassiker. Landaufschüttungen, am besten ganzen Waggon voll. Sowas wie, warte kurz, ich schau mal schnell unten, wie wir es im Muster von Parzi hatten. Strommasten in jeglicher Fasson, Rohre wären vielleicht noch ganz nice, also überwiegend unterirdische. Sowas halt. Mhm, ja. Das wäre so der Muster, der Mustersatz, ja. Ich muss gerade erstmal gucken, wo wir die ganzen Bums haben, aber ich kann es mir ja liefern lassen, ne? Ja, ja, klar. Joa, läuft. Kriegen wir hin. Landaufschüttung. Ja, wie gesagt, das ist jetzt, alles noch im Moment nicht eilend, was wir hier da tun. Aber wenn ich mir so die Ausbreitung von den Bugs da unten anschaue, dann könnte es sein, dass es das wird. Lenitz Zug parkt da unten noch im Übrigen, sehe ich gerade. Soll ich ihn hochschicken? Ja, wo haben wir ja gerade das? Ja, ich schicke ihn hoch in den Bahnhof. Genau. Sollte unterwegs sein. Ja. Gut. Guti, dann haben wir das gelöst. Dann, ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da noch eine neue Bridge reinbauen in die Geschichte, weil die Drohnen hängen sich da alle auf, ne? Das ist auch blöd. Weil wir brauchen da nochmal eine Verzweigung nach unten. Weil sonst kommen die Drohnen einfach nicht rüber. Die schaffen es einfach nicht. Was für Turrets bräuchten wir? Also die Haupt-Turrets, die unten gebaut werden, sind Advanced Beam Turrets und Advanced Flame Tower Turrets. Flame Thrower. Ja. Also Flammenwerfer. Aber die diese Advanced, die Modpack-Dinger. Mhm. Genau. Auch mal mit, falls uns das geliefert wird. Ja. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich schaue jetzt auch mal, dass ich noch meine Landaufschüttungen maximiere, weil wir werden da unten mit Sicherheit, das ist halt ein dummer Sumpf da unten, wo wir die Mauer bauen. Und da werden wir das ständig brauchen. Die sind unterwegs, die Landaufschüttungen. Nach unten? Da sind auf einmal 1000 Drohnen an mir vorbeigesprungen. Die sind zu mir unterwegs gewesen, fürchte ich. Vermutlich. Ups. Also die sind losgeflogen, aber... Gut, mal schätzen, 10 Minuten brauchen die. Okay, dann pass auf, dann fahre ich mal runter in den Richtung Süden und parke meinen Zug hier irgendwo, dass ich drehen kann für den Fall, dass irgendwas Schlimmes passiert. Cold Blue kommt ja dann auch noch runter. Dann machen wir Folgendes, dann während ich jetzt da runterfahre, schaffe ich jetzt erstmal eine Möglichkeit für unsere Drohnen da durchzukommen durch dieses ganze Gesumse. Weil das ist sonst ein bisschen doof. Die kommen da einfach nicht unten an. Motoren wollte ich noch anfordern. Ich glaube, Motoren haben wir aber gar nicht. Nee, da brauchen wir auf jeden Fall welche. Auch kurz mal, was das nebenbei einfach produziert werden. Ja, so eine Kleinigkeit, genau. Die einfach anforderbar sind dann. Bei Motoren. Ich hab die auch vergessen, aber ich brauch Pumpen. Ja, ja. Okay, dann schaue ich mal. Ich schaue jetzt mal unten nach dem. Ich muss das unten, dieses System, was Parzi gemacht hat, muss ich ein bisschen Blueprint-kompatibel machen. Das passt noch nicht ganz. Weil so wie er es jetzt aufgebaut hat, kriege ich das mit dem Blueprint nicht geregelt. So, wo bist du denn hingefahren? Da unten.
Okay, eine doofe Frage muss ich trotzdem stellen. Mhm. Wie kriegst du immer das, die Lokomotive dahin? Ich fahre konsequent immer an irgendwelche Bahnen. Aber ich weiß, ihr könnt ja auch irgendwie einen Umschalt anwählen. Ich glaube, Umschalt oder Steuerung. Enrico, danke für 29, ja, Alter. Vielen lieben Dank. Ich dann an das Gleis ran. Genau, und dann einfach drüber hovern und dann geht das. Ah, nice. Schon, ne? Nice. Gut, dann. Okay, das geht so nicht. Sehr entspannt. Dankeschön. Na klar. Dann schauen wir mal, was meine Drohnen hier gleich machen können. Ich muss das mal irgendwie schön machen. Ist hier viel los? Ja, ist ja auch bei uns. Ja. Ich mache hier unten mal eine Wendung, eine Wendemöglichkeit rein. Die Turrets habe ich gar keine gekriegt vom. Die haben wahrscheinlich nicht automatisiert. Was hier für Dinge? Achso, das sind die Advanced-Dinger. Gefühlt habe ich schon wieder alles vergessen von dem Spiel. Wir waren das letzte Mal vor einer Woche online, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Na, schon, ne? Du hast auch echt hingekriegt, eine ganze Woche nicht zu streamen, ne? Ja, nee, also ich glaube letzte Woche einmal nur. Ja, letzte Woche Donnerstag. Ja. Letzte Stream. Also ich war schon so, hä? Müsste Zwerg nicht noch mehr hochgeladen haben für... Ja, nee. Auf YouTube und so? Der war es nothing jetzt, possible. Nee, das ist mir noch irgendwann aufgefallen. So, ich muss das alles mal hier unten abreißen nach der Mauer. Weil das, was Pazzi so hingebaut hat, das war zwar ganz cool eigentlich, nur das Problem an der ganzen Geschichte hier unten ist, dass wir müssen es Blueprint-fähig machen. Das ist das Problem, was ich hier habe. Oh, das ist so schön mit den Drohnen. Es ist einfach heroisch. Ich habe eine Birne gebaut. Ja, okay. Na gut. Meinetwegen auch eine Birne. Aber jetzt von den Turm, von den Advanced Flame Tower Dingern haben wir ja auch nichts, ne? Ja. Shit. Ich glaube, Verteidigung wird bisher gar nichts automatisiert. Mann. Ich war zwar nie um die Automatisierung von Verteidigung gekümmert. Ich glaube nein, aber ich glaube auch tatsächlich, der war zu arg beschäftigt dafür. Aber wir müssen es halt gerade ziehen, weil sonst, das können wir niemals im Leben händisch alles einzeln bauen. Daran wird auch Pazzi wahrscheinlich gescheitert sein, dass er zu wenig mit Blueprints unterwegs gewesen ist. Ja, und da müssen wir jetzt mal schauen, dass das irgendwie wird. Habt ihr ein Modpack irgendwo, was ihr spielt? Nee, wir spielen nur. Es sind nicht so viele Mods tatsächlich. Das kann man nicht als Modpack bezeichnen, fürchte ich. So. Gut. Und mein Plan ist es jetzt. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie ist denn unsere ganze Geschichte hier aufgebaut? So, jetzt ist sie erstmal halbwegs solide aufgebaut. Okay. Ich fürchte auch, Advanced Beam Turrets produzieren wir nicht automatisch, ne? Auch nicht. Und die Flame-Dinger auch nicht, ne? Sag mal, ist gar nichts lieferbar? Das kann doch nicht sein. Das läuft alles hier.
Okay. Okay. Wie machen wir das jetzt? Also als allererstes, ich habe ein paar Beam-Turrets am Start. Das ist so quasi der Anfang von der Südmauer, mit dem wir arbeiten. Und dazwischen platzieren wir dann die Flammenwerfer-Dinger. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee eigentlich. So. So, das ist ein Mauersegment. Habe ich da jetzt genau die richtige Größe erwischt? Okay, es sind ein paar Drohnen zu mir runter unterwegs, sehe ich gerade. Koblu, kannst du die ganzen gesetzten Türme, wenn du an welchen vorbeiläufst, alle einfach mal abreißen, weil die funktionieren eh nicht. Alle? Alle. Ich blueprinte das komplett neu drüber. Ups. So. Ich muss mal ganz kurz das ändern. Ich habe gerade zufällig was angezündet. Es war ein Versehen. Ich schwör's. Holen wir zurück. Dann reiße ich mal wieder alles ab. Okay. Gut. Ja, dadurch, dass ich das jetzt gerade übernehme, ohne etwas vorbereitet zu haben, bin ich natürlich absolut unvorbereitet. Das dauert jetzt alles im ersten Schritt erstmal ein bisschen länger. Okay, jetzt kommen Advanced Beam Turrets gerade, sind auf dem Weg zu mir. Das ist gut. Jetzt muss ich bloß schauen, dass das alles absolut gleich ist, weil ansonsten habe ich wieder ein Problem. So muss das sein. Achso, warte mal, da müssen wir jetzt einen nach außen setzen noch. Wenn ich jetzt sowas mache. Dann macht er das so genau. Okay, dann haben wir das Teil schon mal in Richtung. Okay. Ey, Spielgucker, dankeschön für 40 am Stück. Den Stream hart. Vielen Dank. Nabenzwerg, die Zwerg, die Zwerg, die. Danke für 40 am Stück, Alter. Vielen lieben Dank dir. Ja. Also die Flammenwerfer-Dinger, die sind noch nicht am Start, aber das ist ja klar, weil da fehlt sowieso noch der ganze Unterbau. Aber das kriegen wir schon noch hin. Okay. Gut, das ist jetzt unser Basiskonstrukt. Mit dem gehen wir jetzt erstmal raus und das ist quasi auch der Teil, den wir dann bauen werden. Aber dazu müssen wir noch ein bisschen erweitern, weil ich brauche den ein bisschen breiter, sonst klicken wir uns, sonst pasten wir uns zu Tode hier. So ungefähr. Ja. Dann habe ich alles abgerissen. Okay, super. Wieder toll gemacht. Ach, so schön gemacht. Also ich finde das schon schön. So schön. So schön. Ja.
Fantastisch. So, wir wollen jetzt das ganze Holz abnehmen. Genau. Dann gehe ich nochmal in die Base, weil wir so viele Mauern noch brauchen. Ja. So viele Mauern noch brauchen. Dass wir noch Mauern brauchen, ja gut, das wussten wir natürlich. Aber so viele Mauern? Ja. Es sind ein, zwei, die da noch offen sind, ne? Sag mal, ich müsste doch eigentlich ganz, ganz viel Stuff bekommen, oder? Ja, kriege ich auch. Aber es ist maybe possible, dass das Zeug alles noch für immer unterwegs ist. Okay. Gut, dann haben wir jetzt das. Ja, das ist echt blöd mit den Drohnen, dass die sich da hier so dämlich festhängen, ne? Wir brauchen echt eine ganze Weile darunter. Ja, und vor allem, es kommt ja nicht mal an. Ja. Ich glaube, wir müssen das vorher kitten, bevor wir da weitermachen. Mhm. Weil sonst, das wird nix. Weil links die Drohnen hängen sich ja auch des Todes fest, ne? Ach, ich fahre mit dem Zug. Okay, also wir müssen ungefähr hier einmal einen Halt machen. Könnte auch hier sein. Schauen wir mal. So ungefähr. Sehr gut, sehr gut. Das muss gar nicht mal so weit sein. Wir müssen das nicht alles machen. Wir müssen es nur so weit rüberbringen, dass es die Drohnen schaffen, da durchzukommen. Oder zum Zweifel zurückzufliegen, um wieder aufzutanken. Haben wir noch zwei und dann ist erstmal gut an der Stelle. Komisch, in dem abgefackelten Wald hat sich was erholt. Glaube ich nicht. Tatsächlich. Müsste reichen. Obwohl, vielleicht einen noch. Gut. So. Kommen jetzt hier durch, oder? Oh, 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 Angriff. Oh, 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 oh. Mhm, da muss man hin. Da hat sich ein Wurm, hat sich ein Nest gebildet. Ist irgendjemand schneller als ich? Ich warte gerade hier auf eine Lieferung.
Wo ist es denn? Ist nicht. Wo war's? Ich laufe gerade zum Zug, aber ich brauche ein bisschen, bis ich dort bin. Unter den Schattkreisen. Ja, bin auf dem Weg, aber ich habe keine gute Rüstung oder Waffen. Ja, ich bin auch da. Irgendwas. Ich werde wahrscheinlich gleich da sein, aber nobody knows, ne? Die zerlegen da gerade unsere ganzen Drohnen, unsere Baudrohnen fliegen da lang. Speldi, danke für 40 am Stück, Alter. Vielen Dank.